Ein Mann, der als Jugendlicher gewalttätig wurde und mit 17 zum ersten Mal in den Knast ging. Ein Mann, der einen der größten Autoschieberringe Europas großgezogen hat, mit der Russenmafia Geschäfte gemacht hat und schließlich zum Mörder wurde, aber am tiefsten Punkt seines Lebens sein Leben nochmal komplett umgekrempelt hat und jetzt jugendlichen Straftätern hilft, auf die richtige Bahn zu kommen. Jo Leute, erstmal vorweg, dieses Buch ist kein Roman, es ist eine Biografie im Grunde. Thorsten Hartung erzählt von seinem eigenen Leben, wie er als Kind von seinen Eltern, besonders von seinem Vater, kaum Zuneigung und Achtung bekommen hat und sich dann eben versucht hat, diese Achtung dadurch zu beschaffen, indem er andere Leute unterdrückt und verletzt hat eben und so sehr, sehr schnell auf die schiefe Bahn geraten hat, ein falsches Bild von Recht und Unrecht bekommen hat und vor allem ein falsches Bild von Liebe und Zuneigung und von Achtung. Ich finde dieses Buch gerade deswegen so berührend, weil ich mir die ganze Zeit wieder vor Augen halten muss, das ist keine fiktive Geschichte, das ist wirklich so passiert. Und ich finde, es zeigt einfach, dass jeder Mensch eine zweite Seite hat. Kein Mensch ist einfach nur böse. Das ist schon bei Kindern so, denn kein Kind verhält sich einfach nur von sich aus böse, denn es ist immer ein Schrei nach Aufmerksamkeit, nach Liebe oder ein Schrei aufgrund irgendeines unerfüllten Bedürfnisses. Und so ist das bei erwachsenen Menschen auch. Auch wenn normal erwachsene Menschen noch mehr Entscheidungen selber treffen können, finde ich es einfach gerade durch diese Geschichte nochmal bestätigt, dass man nie einen Menschen aufgrund eines Verhaltens beurteilen sollte. Denn auch wenn es erst nach 15 Jahren Haft geschieht, kann es einfach passieren, dass man dann nochmal einen kompletten Sinneswandel hat. Und manchmal braucht man auch einfach nochmal Hilfe von außen. Und diese Hilfe von außen möchte Thorsten Hartung jetzt auch kriminellen Jugendlichen geben, was einfach eine super Sache ist, vor allem weil ich denke, dass er durch seine eigenen Erfahrungen, die er am eigenen Leibe gemacht hat, nochmal ganz andere Blickwinkel geben kann und viel persönlicher nochmal sagen kann, was einem das Ganze nicht bringt, diese ganze Gewaltkarriere, die er eben durchlebt hat. Das ganze Buch hat eine Art Rahmenhandlung, die wahrscheinlich fiktiv ist, das weiß ich nicht so genau. Es beginnt quasi damit, dass der 18-jährige Paul aus dem Gefängnis entlassen wird. Bei seiner Mutter zu Hause ist er absolut nicht willkommen und dann zieht er eben erstmal zu Thorsten Hartung und seiner Frau ein und dort erzählt dann Thorsten ihm seine Geschichte. Ich finde das an sich eine nette Idee, dass man sich da so eine Geschichte drumherum ausdenkt, wo man gleich nochmal zeigt, wie eindrucksvoll das ist, wie sehr man einem anderen Menschen durch diese Erlebnisse nochmal helfen kann. Aber es hat so ein bisschen auch was von einer Selbstdarstellung. Es fühlt sich halt komisch an, weil man weiß, dieses Buch hat Thorsten Hartung geschrieben, auch wenn natürlich vielleicht diese Passagen, diese fiktiven Passagen mit Paul eher vom Co-Autor Christoph Pasel stammen. Aber dennoch wirkt es so ein bisschen, als würde er da nochmal so zeigen wollen, hey, schaut mal, was für ein toller Mensch bin ich jetzt hier. Und ich finde, da hätte es vollkommen gereicht, wenn er einfach nur seine Geschichte so erzählt hätte, wie es ist und diese Paul-Rahmen-Geschichte eben weggelassen hätte, weil man hätte auch so gemerkt, was für eine Wandlung er da durchgemacht hat und wie er da einfach anderen Menschen helfen kann. Thorsten Hartung beschreibt, dass er tatsächlich, nachdem er zum Mörder geworden ist und dafür im Gefängnis saß, im Gefängnis zu Gott gefunden hat. Plötzlich ist alles, was er erlebt hat, über ihn reingebrochen und er hat einfach angefangen zu weinen und dann kam einfach nur die Stimme von Gott, die gesagt hat, ich weiß. Egal, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht selbst, finde ich, ist eine krasse Wandlung, dass man einfach von so einem bösen Menschen im Grunde zu einem komplett guten Menschen werden kann. Vor allem habe ich einfach auch gemerkt, dass Thorsten Hartung bei diesem Buch gnadenlos ehrlich ist. Er hat nichts versucht zu verschönigen. Er hat einfach überall an jeder Stelle knallhart gesagt, ey, das habe ich gemacht. So hart das klingen mag, aber das habe ich tatsächlich getan und es gibt nichts, wofür ich mich mehr schäme, aber es ist Teil meiner Geschichte und ich würde es so gerne rückgängig machen. Kann ich leider nicht und deswegen bitte ich einfach um Vergebung. So, also abschließend kann ich sagen, ich empfehle dieses Buch allen, die einfach sowas mal interessiert, aus der Sicht eines Mörders tatsächlich. Das ist einfach super spannend. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Abo und vor allem die Aktivierung der Glocke freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.